Wir zeigen kurz an einem Beispiel, wie man sich ein SSH-Schlüsselpaar in der Kali Linux VM erzeugt. Wir haben uns hier also eingeloggt als der Benutzer Root mit dem entsprechenden Passwort und jetzt starten wir zunächst mal das Terminal. Auf dem Terminal oder in der Kommandozeile stellen wir sicher, dass das Verzeichnis .ssh ausschließlich eine Datei enthält, die known-hosts heißt. Das heißt, hier gibt es keine Datei, die id-rsa oder id-rsa.pub heißt. Jetzt geben wir einfach ssh-keygen ein und werden als erstes gefragt, wohin denn der zu generierende Schlüssel gespeichert werden soll. Das bestätigen wir einfach mit Enter, also wir übernehmen den Default-Wert und wir werden nach einer Passphrase gefragt. Mit dieser Passphrase kann man den SSH-Schlüssel oder den privaten Teil des SSH-Schlüssels nochmal verschlüsseln. Das brauchen wir nicht, wenn wir der einzige Benutzer eines Computers sind. Also auch das können wir jetzt erstmal einfach mit Enter bestätigen. Und auch die zweite Nachfrage können wir hier einfach nochmal mit Enter bestätigen, ohne dass wir irgendetwas eingeben. Das war es auch schon. Der Schlüssel wurde jetzt generiert. Und wenn wir uns nochmal den Inhalt des Verzeichnisses .ssh anzeigen lassen, sehen wir, dass zwei Dateien hinzugekommen sind. Einmal id-rsa und zum anderen id-rsa.pub. Diese zweite Datei, id-rsa.pub, das ist der öffentliche Schlüssel und dieser ist wichtig, weil den müssen wir im GitLab-Server hinterlegen. Wir können uns den Inhalt dieser Datei ausgeben lassen mit dem Kommando cat, dann den Namen der Datei, id-rsa.pub, müssen natürlich aufpassen, dass wir den richtigen Ordnernamen vorher angeben, also cat.ssh. Schrägstrich id-rsa.pub. Und dann kommen hier so ein paar Zeilen Text auf der Kommandozeile. Das ist also jetzt der öffentliche Schlüssel von unserem Schlüsselpaar. Den müssen wir in die Zwischenablage kopieren. Das machen wir, indem wir ihn mit der Maus markieren. Rechte Maustaste und dann Kopieren wählen. Und wenn wir den in Zwischenablage kopiert haben, müssen wir den, wie im GitLab beschrieben, in den Einstellungen des Profils als SSH-Key einfügen und schon sind wir fertig.